Auf die Fraktion. Er wird von der Tribüne aussprechen. Herr Kleinwächter, Sie haben 3 Minuten Redezeit. Wir geben Ihnen ein kurzes Zeichen, kurz bevor die Redezeit vorbei ist, weil Sie keine Uhr oben sehen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Mit diesen Worten begann ganz bewusst Robert Schumann, der große Visionär Europas, kann man sagen, der europäischen Zusammenarbeit 1950, seine berühmte Erklärung. Und ich darf gleich eins vorausschicken, schöpferische Anstrengungen kann man Ihnen nun wirklich nicht bescheinigen im Koalitionsvertrag. Alles, was Sie gemacht haben, waren die Ideen von Emmanuel Macron zu kopieren. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz offen, wenn ein Präsident seine eigenen Bürger als Non-Citoyen, als Nichtbürger bezeichnet, weil sie einfach nicht so spuren, wie er sich da so einbildet. Wenn er sagt, er möchte sie emmerder jusqu'au bout, bis zum Ende aufreiben, dann ist dieser Mann ein Non-Président. Der ist kein Vorbild für Europa, sondern der ist genau die Bedrohung für Europa, von der Robert Schumann geschrieben hat und von der er sprach und die wir auch verhindern müssen. Und eine Hoffnung, die ich an dieser Stelle wirklich ausdrücken darf, das ist, dass die Franzosen im April, wenn sie wählen dürfen, diesem Mann genauso wie ihren völlig bizarren Ideen einer Reform der Europäischen Union ein endgültiges Ende bereiten. Denn das, was Sie wollen, ist völlig irrsinnig. Frau Baerbock sprach schon von einer weltweiten Sozialpolitik. Na, die Leute merken doch schon, dass es schlecht geht mit Inflation, dass sie draufzahlen, dass sie ihren Geldwert verlieren, dass sie oft ihre Jobs verlieren. Es geht schon in die falsche Richtung und Sie wollen noch einen draufpacken mit einem Staat EU, wo Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich dem nationalen Recht vorgeht. Dann ist es völlig Mumpitz, was wir hier beschließen. Wenn die EU was sagt, dann ist das Gesetz. Wir wollen das nicht. Und Sie wollen auch keine Parlamentarier mehr im EP. Sie wollen Funktionäre dorthin wählen lassen, über Listen, die Parteien irgendwie in Brüssel zusammenzimmern und dann können die Leute noch eine Liste ankreuzen. Ja, Listenwahlen, das kennen wir von Einheitslisten aus einem gewissen Teil Deutschlands. Brauchen wir nicht wieder. Danke, haben wir gehabt. Aber das Schlimmste ist, Sie wollen kein Europa der Menschen. Sie wollen gar keine europäische Zusammenarbeit. Sie setzen auf eine Europäische Union der Institutionen, die hart durchgreifen und hart durchregieren. Und deswegen denken Sie auch in Ihrem Koalitionsvertrag immer nur an Institutionen, die bestrafen, wie der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Wenn irgendwo dann noch in der Europäischen Union ein zartes Pflänzchen der Souveränität oder des Bewusstseins über Traditionen oder vielleicht auch Religion wächst, was vielleicht nicht Ihren sehr engen Vorstellungen entspricht, dann kommt die Haube des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und wird diese zarte Blume ausmerzen. Meine Damen und Herren, der langjährige Begleiter von Robert Schumann, Jean Monnet, schrieb, nichts ist möglich ohne die Menschen, nichts ist dauerhaft ohne Institutionen. Und er meinte damit, dass für eine europäische Einigung, eine europäische Verständigung vor allem die Menschen gebraucht werden. Ja, dann sekundär auch die Institutionen. Sie, Herr Kleinwächter, Ihre Redezeit ist vorbei. Und schwache Menschen. Wir setzen auf starke Menschen und Institutionen, ja, die es braucht, die funktionieren sollten, aber so gering wie möglich. Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Kollegen Bijan Djirsa.